Was? Ach so. Gut, ich dachte schon. Aufmachen. Das müsste für später wahrscheinlich mal ein Hinweis für etwas sein. Wisst ihr was, Leute? Ich mache kurz ein Foto mit meinem Handy. Einen Moment. Scheiße, natürlich hau ich mich selbst mit dem Mikrofon weg. Oh, ja klar. So, kurzer Moment. Habe ich das Handy überhaupt lautlos? Nein, habe ich nicht. Natürlich nicht. Hört man immer, wenn ich eine Nachricht bekomme. So, kurzer Moment. Blitz aus. So, dann haben wir das kurz gefotografiert. Gefotografiert in korrektem Deutsch. Komm schon. So, gut. Dann haben wir das für später. Ich bin stolz, dass wir das geschafft haben. Ich bin sehr stolz. War nicht einfach. Ich mag diese Rätsel, ich mag diese Rätsel. Ich mag sie, auch wenn sie schwer sind, aber wie sie dann schlussendlich schaffen. So, da eben eine kurze Hafenanlage. Und eben, merkt euch, sobald ihr irgendwo Hexagon seht, also diese Rätsel mit Hexagons, dann merkt euch diese Zeichnung. So, wo gehen wir zuerst? Nach Japan oder noch, keine Ahnung was. Nein, eben sind Lavendelbäume, keine Kirschblütenbäume, von dem her nichts Japan. Oder nach Arizona. So geil. Gleich ganz anderes Feeling hier. Ganz anders. Cool. Juhu! Steht da wer? Nein, das ist eine Boje. Heilige Scheiße, ist die Tür laut. Ah, das ist die Kunstausstellung. So. Jetzt muss man eigentlich so. Oh, hoppala, eine 10.000 Franken teure Vase. Oh, hoppala, 1 Million, oh, eine Milliarde. Aus der Ming-Dynastie. Nein, die sehen cool aus. So Mosaik-Vasen. Ich finde die hier cool. Sieht aus wie eine Shisha. Eine kuriose Shisha. Aber cool. Was haben wir hier? So komische Deckeldinger. Die Deckeldinger, die sind immer gut, die Deckeldinger. Kann man brauchen. Für Dinge. Können wir schwimmen? Nein, er geht gar nicht ins Wasser. Da bekommt er kalte Füße. Eine riesige Waschmaschine, die in die Luft geflogen ist, oder im Krematorium. Beides ergibt Sinn. Nein, eigentlich nicht. Hier geschmolzen. Was ist das? Ich laber irgendeinen Scheiß, weil ich keine Ahnung habe, was das ist. Na komm, das ist mir zu weit weg, Alter. Das geht da hinten den Berg rauf. Ich schaue mich zuerst da um. Aber ihr wisst, was ich will. Energie will ich. Oh, cool. Hier, der Sandburgenversand. Kannst du nicht in die Ferne und Sandburgen bauen? Schicken wir dir ein bisschen Ferien nach Hause. So, guter Werbeslogan. Das ist auch nicht schwer. Das ist auch nicht schwer. Das ist auch nicht schwer. Oh mein Gott, es ist gerade wie eine Palette voller dieser Rätsel. So geht doch. Das ist extrem cool. Ich mag das. Ich mag es, ich mag es. So, da hoch, dann da, so.
Zack, 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 zack. Sieht doch cool aus. Er gibt sehr schöne Muster. Oh mein Gott. Oi, 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 oi. Warte kurz, kann man hier... Das sind auch Punkte. Den einen kann ich gar nicht auswählen. Oh, ich muss die beide verbinden. Juhu. Dann schaue ich mal da rechts. Oh, dann muss ich aber nach innen. Oh mein Gott. Seitenverkehrt. Nicht einfach. So. Nein, andere Seite eben. Und zack. So, das haben wir. Das reicht. Hilfe. Hä? Seht ihr nichts? Nein, ich wollte das nicht. Ich wollte es nicht kaputt machen. Ich muss da irgendetwas machen. Schaut mal, es fokussiert sich da drauf. Hä? Da geht auch ein Kabel weg. Oder? Da geht ein Kabel. Da geht ein Kabel weg. Was ist denn das? Ich drücke mich mal da fröhlich durch, dann... Hä? Das verstehe wer will, ich nicht. Okay, dann geht's hier weiter. Aber ich will wissen, was ist das für eine Tafel da unten? Bei dem Ding, das sich gerade geöffnet hat. So. Shit. Da geht nicht. Da geht. Und gleich geht's hier weiter. Und dann geht hier ein Kabel wieder weiter. Frag mich nicht wohin. Das hier ist eben geschmolzen drüben. Boah, macht's doch noch größer. Geht nicht. Da geht. Eben nicht. Alter, voll schräg. So. Ja. Himmel nochmal, wie soll man denn? Alter, kann da bitte mal der Techniker kommen und das richten? Hilfe. Da irgendetwas mit Strom versorgt. Ich hasse es, wenn ich nicht weiß bei Dingen, was ich machen muss. Ich drück mal irgendwelche andere Tasten. Da geht aber nichts. Da geht nichts. Wenn ich auf den roten Punkt hier drücke, nein. Ich glaube, das Ding braucht von irgendwo Strom unter Wasser. Irgendwo unter Wasser. Das dachte ich schon, seht ihr das da hinten? Ich dachte, da sitzt jemand im Haus. Doktorhaus. Nein, so eine Meerjungfrau. Boah, gerade ein bisschen Bammel gekriegt. Okay, ich hoffe, wir finden noch das Kabel, das da untertaucht. Ich will zoomen. Da drüben ist wieder so eine Tafel. Wir folgen einfach mal dem langen. Oder Leute, nicht zu lange verweilen, einfach dem langen Kabel folgen. Ich sage jetzt nichts. Außer that's what she said. Einfach dem langen Kabel folgen. Oh Mann. Seht ihr?
Hallo Frauchen. Und wir müssen immer noch Acht geben, keine dieser Tonbänder zu übersehen, die hier rumliegen. Sehr gut ersichtlich vor allem. Aber ich kann doch nicht in jede Ritze und Spalte schauen. Mann, jetzt hört auf, das Falsche zu denken. Das ist ja unglaublich, oder bin nur ich das? Vielleicht bin auch nur ich's. So. Kein Ding. Alles verkabelt hier. Gehen wir zuerst mal nach oben, weil wenn man nach oben geht, kommt man auch irgendwie wieder runter. Und das sieht aus, als würde das noch nicht funktionieren. Kurz schauen. Das kann nicht funktionieren, das muss hier weg. Das Scharnier muss da weg. Weil das geht sonst gar nicht. Okay, dann gehen wir zuerst unten lang. Ach schön. Eine Oase. Eine schöne Oase. Tonband oder so ein Diktiergerät oder was, wie man das auch immer nennt. Und das Spiel fokussiert sich extrem auf diese Rätsel hier. Hat man das vielleicht schon gemerkt? So. Zack, zack, zack. Alles gut. Okay, ich nehme es zurück. Nein. Scheiße. Nein, das geht auch nicht. Ich muss zuerst nach unten. Dann hier hoch. Dann so. Irgend. Aha. Kunstwerk. Oh. Nee. Nee. Wenn ich hier zurückgehe und einfach das so mache, dann funktioniert's. Boah, das ist so schwer. Weil, also, ich muss wirklich sagen, ich probiere hier nur, ich mache nichts anderes außer probieren. Nein, das geht nicht. So geht's aber, so geht's. Flup, blaue Kabel, blau ist auch schön. So. Wir laufen einfach von Kabel zu Kabel. Ist doch auch etwas. Da unten kommen wir so nicht hin. Der kann keine Stufen hinabspringen, weil er sich sonst Zeh brechen könnte. Wo sind die Diktiergeräte? Ich nenne die mal so mit den Zitaten berühmter Wissenschaftler. Und jetzt kommt schon wieder ein neuer Aspekt ins Spiel. Das macht es aber einfacher. Das macht es einfacher. Wenn du direkt siehst, wie was darüber fahren muss, dann macht es das einfacher. Welche Farbe, wenn das hier farblich geordnet wird. Warte. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. So, ich glaube, egal wo wir enden, es muss einfach passen. Okay, jetzt, ja, okay. Ich sag nicht mehr, dass es einfach wird. Oh nein, oh Gott. Da liege ich so etwas von falsch, wenn ich das nochmals sage. Oh, Hilfe, ich ergebe mich. Blau. Aha. Ich fange oben mit Blau an.
Nein, das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. So. Nein. Leck mich. Ja, das geht ja gar nicht. Scheiße. Was? Okay, schauen wir mal. Ich meine, es wäre schlauer, wenn blau unten ist, weil unten auch das eine blaue Kristalldings ist. Okay. Das, wir müssen so anfangen. Geht nicht anders. Dann hier wieder hoch. Dann können wir hier. Ich darf nicht so weit runter da. Ich darf euch nicht. Lasst mich überlegen, Leute. Das geht auch nicht. Und der muss da runter. Der muss da wieder runter. Leck mich am Arsch, jetzt hab ich's. Ah, boah, heilige Mutter Gottes. Wo geht das Kabel bitte wieder hin? Wo geht denn das wieder hin? Huiuiuiui. Das war ja wieder mal lustig hier.